Das ist das Kuhlmann Copter Mini-Stativ mit dem CB2.7 Kugelkopf. Das sieht so aus und das gucken wir uns jetzt mal an. Dieses kleine Set besteht aus diesen zwei Komponenten. Das ist also einmal die Mini-Klemme an sich. Nehmen wir kurz weg. Und dann haben wir hier noch einmal den Kugelkopf. Das ist ein richtiger, echter kleiner Kugelkopf, den man also auch hier arretieren kann, feststellen kann und auch den Grad einstellen kann, wie sanft oder wie schwer sich hier der Kugelkopf bewegen soll. Auch teilweise hier sehr schön zu sehen, wie man das Ganze einfach dann hier auf 90 Grad oder je nachdem, wie man dann die Kamera gerade angebracht hat, den Kugelkopf einfach zur Seite klappen kann. Das Ganze natürlich hier wieder losgemacht, also ist alles sehr gelenkig, was ein Kugelkopf halt eben auch machen muss. Besonderheit einmal hier zum Aufschrauben der Kamera, die Schnellwechselplatte, wenn man so will, die eine Doppelfunktion hat, indem man sie abschraubt, umdreht. Und schon hat man hier zum Beispiel auch eine Möglichkeit, einen Blitz entfesselt zum Beispiel auszulösen, um den irgendwo dann anzubringen und zu befestigen. Geht auch alles easy und leicht ab. So, machen wir das mal wieder hier drauf. Dann haben wir hier die Mini-Klemme. Die sieht so aus. Im Prinzip eigentlich wie so ein kleiner Schraubstock. Wenn ich hier drehe, passiert was, wie man sieht. Und wenn ich hier einen Widerstand reinmache, über meinen Finger zum Beispiel, dann kann ich hier die Klemme also einfach arretieren. Eine Fingerklemme, hurra, Patent anmelden. Die hat natürlich auch noch ein paar Besonderheiten, also nicht nur einfach eine Klemme, die ist also hier auf den Seiten, wo dann zum Beispiel ein Stativ hier genau zwischenpassen würde, hier etwas gummiert, dass also auch nichts beschädigt wird. Dann haben wir hier einmal auch eine Schnellwechselplatte, wenn Sie so wollen, die man zwar nicht abnehmen kann, aber halt eben auch hier die Doppelfunktion einmal zum Drehen der Klemme selbst und hier kann man zum Beispiel auch eine Kamera ansetzen. Der Ring, der sich hier befindet, der ist gummiert. Da freut sich auch der Kameraunterboden. Dann haben wir hier an der Seite auch noch einmal zwei Schrauben, wo auch jeweils dann wiederum einmal mit einer gummierten Unterlage die Kamera befestigt werden kann oder auch in einem versetzten Winkel hier sowie auch hier. Also 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, hier irgendwie Ihre Kamera drauf zu befestigen. In Kombination ergibt sich natürlich dann halt eben folgendes Konstrukt, zum Beispiel ganz klassisch, hier einfach den Kugelkopf anbringen und dann logischerweise hier über die Funktion des Kugelkopfes dann die Kamera verstellen. Das Ganze kann ich mir zum Beispiel vorstellen an einer Tischplatte, ganz einfach hier unten rein festmachen und hier oben kann ich dann halt eben die Kamera und alles andere, was ich da befestigt habe oder halt eben auch den befestigten Blitz frei einfach einsetzen und dann direkt loslegen. Den Kugelkopf kann ich natürlich auch noch hier an logischerweise die anderen Schrauben anbringen, zum Beispiel hier. Ja, da müssen Sie jetzt durch. Das müssen wir uns alle jetzt einmal angucken. Also auch hier die Möglichkeit, wiederum Tischplatte sich mal eben virtuell vorstellen und dann hier seitlich anbringen und dann auch hier den Kugelkopf wieder dementsprechend mit der Kamera frei einstellen. Und logischerweise auch noch, ja, wollen wir es wirklich zeigen? Ich weiß nicht. Nee, das reicht eigentlich auch so. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel anhand eines Stativs. Ja, das wäre dann zum Beispiel jetzt eine Variante, wie man das zum Beispiel nutzen kann. Also sprich die Mini-Klemme mit dem Kugelkopf. Ich habe jetzt einfach mal hier rechts die Kamera dran geflanscht fürs Hochformat. Links einfach einen Blitz, der jetzt entfesselt ausgelöst werden würde zum Beispiel. Und kann also hier über diese Achse, die ich jetzt nicht ganz festgedreht habe, um das ein bisschen leichter zu zeigen, damit es auch nicht so lange dauert, sonst über losschrauben und so weiter, kann natürlich dann über den Kugelkopf zum Beispiel auch hier einfach jetzt den Winkel verändern, wie ich das dann halt eben gerade brauche. Ich kann auch einfach gerade nach oben blitzen. Der Blitz selber nimmt ja auch nochmal halt eben ein paar Funktionen mit, dass man also hier auch die ganze Einheit dann drehen kann, wie das Blitze halt eben so an sich haben. Und wie Sie sehen, das ist also sehr gelenkig. Ich denke mal, da dürfte eigentlich so für jeden Beleuchtungstypen dann auch was dabei sein. Ja, das ist also dieses Set. Wie gesagt, das nur mal als Beispiel. Hier könnte zum Beispiel jetzt auch die Kamera an dem Kugelkopf selber stecken und man würde halt eben den Blitz zum Beispiel auf die rechte Seite setzen oder halt eben Kamera oder Blitz hier vorne irgendwo anbringen und natürlich nicht vergessen, das ist jetzt hier nur so ein Beispielaufbau, also Kuhlmann selber wirkt auch damit, ich weiß nicht, ob man das auch sehen kann, zum Beispiel hier auf der Rückseite der Verpackung, die haben das Ganze jetzt hier zum Beispiel in einem Fahrradlenker festgemacht oder zum Beispiel auch hier an einem Rahmen von einem Auto, also der Rollen praktisch vorne in der Windschutzscheibe, zum Beispiel für Videoaufnahmen ist interessant, wie Sie sehen, tolles Werkzeug. Sehr flexibel, bringt viele Grundfunktionen mit. Was Sie daraus machen, das kann halt eben Ihnen überlassen. Ich denke mal, da kann man auch ein bisschen viel rumexperimentieren. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich sinnvolle Geschichte.